Hallihallo, ihr Lieben. Heute habe ich eine ganz, ganz wundervolle Person hier und sie erklärt euch gleich, warum sie heute mit mir hier redet. Hi Julia, magst du Hallo. mir erzählen? Ja, ich bin ja zu dir gekommen, weil es mir durch die Schule sehr schlecht ging, wegen dem ganzen Stress und der ganze Druck, der auf mir lag, dass ich mit dem nicht klargekommen bin und dass dieser Stress und Druck auch noch sehr andere Probleme ausgelöst hat. Und ich bin ja zu dir gekommen, weil ich selber keine Lösung finden konnte. Und in der Hoffnung stand, dass du mir dabei helfen könntest, diesen Stress einfach loszuwerden. Ja, cool. Und dann hast du dich entschieden, dass das passt mit uns? Ich auch. Oh Mist, jetzt klingelt das Telefon. und dann haben wir miteinander geschafft. Sag mal, wie lange wir miteinander geschafft. Das war ja ein absoluter Marathon mit uns. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr als einen Monat miteinander gearbeitet. Ja. Also mehr, es ging ja relativ schnell. Wahnsinn. Also, ich meine, es waren genau 1,5 Monate. Ja, irgendwie so. Das war viel, 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 viel schneller wie, und da war ja noch 2 Wochen Pause dazwischen auch. Ja. Also, eigentlich war es nur ein Monat. Sehr cool. Also, du bist ja zu mir gekommen und das Grundgefühl, warum du gekommen bist, war doch dieser Druck wirklich mit diese schulische Leistungen klarzukommen, mit deiner ganzen Klausuren und ja, du wusstest schon, dass das in dir ist, dass du das schon vielleicht auch selber machst, aber du wusstest nicht, wie du es loswerden kannst. Wie ist denn das jetzt? Also jetzt ist es gar nicht mehr da. Ich habe jetzt in den letzten 2 Tagen, also beziehungsweise heute und gestern wieder 2 Klausuren geschrieben. Und ich hatte sowohl heute Morgen als auch gestern, als auch die ganze Woche keinen richtigen Stress, der auf mir lag. Wie cool! Auch so gut wie gar keine Nervosität. Sehr cool. Das heißt, du weißt jetzt einfach, dass es für immer erledigt ist. Ja. Bist du dir sicher, es könnte Ja. ja übermorgen wieder kommen? Nee, da bin ich mir sicher, dass nicht wiederkommt. Sehr cool. Und sag mir mal, warum du so sicher bist. Weißt du es jetzt von innen, außen? Ich weiß es einfach von innen und ich spüre es auch. Also ich spüre einfach, dass so viel positive Energie da ist, Ja. dass nichts dagegen gemacht werden kann. Ja, genau, das nichts mehr von außen quasi. Von außen kann nichts mehr passieren jetzt. Du weißt es ganz sicher von innen. Sehr, sehr cool. Dann habe ich mir ja noch aufgeschrieben, die Stimmung war auch so extrem schlecht, gell, morgens. Also aus Ja. dem Bett war schon so. Ja, Magst nicht nur du das? morgens, sondern eigentlich den kompletten Tag. Es war halt einfach nie, also diese schlechte Stimmung war nie weg. Ja, magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du es aussiehst? Das war ja jetzt nicht unbedingt Schimpfe im Außen, sondern eher mit dir selber, gell? Ja, Oder? also ich habe halt viel schlecht mit mir selber geredet und Mhm. mir viel, auch viel Schlechtes selber eingeredet. Ja. Und damit habe ich mich halt selber runtergemacht. Ja. Und das verursacht natürlich schlechte Laune. Ja, also du hast doch quasi. Hast du dir überhaupt nur auf der Alltag gefreut, überhaupt aufzustehen? Ja, aufstehen war jetzt nicht das Problem tatsächlich. Es war einfach, dass ich keine Motivation hatte, mir selbst gut zuzureden. Und also das hast du mir ja so beschrieben, dass das so richtiges Gedankenkino war. Also Ja. es war gar nie mehr still. Oder? Das war die ganze Zeit am Plappern hier. Und jetzt? Wie oft plappert es noch? Wenn es plappert, dann nur noch Gutes. Ja, das mag man gern hören, Ja. oder? Dieses Geplapper magst du. Das brauchst du auch nicht wegmachen, oder? Nee, ist okay. Sehr cool. Dann, genau, das war gerade das, was ich mir aufgeschrieben habe. Mit der Prüfung, das hast du schon gesagt, du hast überhaupt keinen Druck mehr. Also, und du hast es richtig körperlich gespürt, gell? Dieser Druck. Das erzähl mal, wie du das gespürt hast.
man hat es einfach gemerkt, so nicht nur durch die Stimmen, die aus dem Kopf kamen, die einem gesagt haben, ja, du schaffst das Ganze nicht, das ist viel zu viel für dich, sondern auch einfach, ja, wortwörtlich so ein Druck von innen. Ja, ja. Und das ist jetzt komplett weg. Ja. Juhu! Dann eben, da ist ja mal auch gerade schon vorbeigeschrammt mit dieser positive Motivation. Also vorher war es ja wirklich so, dass du dich quasi gar nicht motivieren konntest, so richtig zum Lernen. Es war immer so, oh, so eine Aufschiebe, oder? Ja. Und jetzt? Jetzt, weil ich weiß halt immer noch, dass es nötig ist und dass ich es machen muss. Aber ich finde wenigstens ein bisschen Motivation dafür. Also es macht an gewissen Stellen schon Spaß. Ja, und also du machst einfach, ohne das ja. Jetzt hier immer. Sehr cool. Also, es war dort, wo du das erste Mal bei mir warst. Hast du da eine Hoffnung gehabt? Nee, gar nicht. Erzähl mal, du warst echt ein Häufchen Elend, gell? Ja, kann man so beschreiben. Wie warst du in dir? Wie war das in dir? Kannst du überhaupt nur noch vollziehen? Ich kann einfach nur sagen, dass es in mir einfach komplett schrecklich war. Das war so ein komplettes Durcheinander. Mhm. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja. Ja. Ja, und überhaupt keine Hoffnung, dass es überhaupt noch eine Hilfe für dich gäbe, gell? Ja. Das war dann so der letzte Strohhalm. Und Hammer, krass, du hast dich einfach dafür entschieden. Juhu! Und jetzt guck mal, was dabei rumkommt. Wie hoffnungslos bist du denn jetzt? Gar nicht. Aber sehr viel Hoffnung und Zuversicht. Ja, sehr cool. Sehr cool. Weißt du denn jetzt, dass du alles erreichen kannst, was du willst? Oder ist da noch ein bisschen Zweifel? Also ich weiß, dass wenn ich etwas wirklich will, dann kann ich es auch erreichen. Ja, sehr cool. Das weißt du jetzt einfach aus dir raus. Es war noch ganz viel so mit Schuldzuweisung und so, gell? Wie ist's? Oder? Also inwiefern meinst du das jetzt? Also du hast das selber beschuldigt, du hast auch irgendwie so und der ist so und du ist dort und wegen dem ist das nur und so. Ja, so. War genau das gleiche mit dem schlechten Zureden. Mhm. Und jetzt? Also all die negativen Gedanken, all das Negative, was ich früher zu mir gesagt habe, ist jetzt einfach gar nicht mehr da. Ja, ja. Und dann war es ja wirklich so, wie war denn das mit dem Selbstwertgefühl? War natürlich auch nicht da, dadurch, dass ich mir immer selbst gesagt habe, dass ich das nicht schaffe und dass ich nicht gut genug dafür bin. Ja, ja. Und jetzt? Wie redest du denn jetzt mit dir, mit ihm selbst? Also wie fühlt sich jetzt die Selbstwertgefühl an? Also ich motiviere mich viel, kann man sagen. Mhm. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, aber ich pushe mich selber quasi. Ja. Ja, sowas halt, also das Selbstgefühl ist da, mhm. und stark. Ja. Nicht anders beschreiben soll, aber... War das schon mal so stark wie jetzt? Nee. Ah, juhu! ja, du hast nur zu mir gesagt, kein Vergleich zuvor. Kein Vergleich. Dann war es noch, weißt du, wolltest doch gar nicht mehr raus und hast gar keinen Bock mehr auf Partys und du bist ja echt noch jung. Ja. Man könnte ja sagen, da geht's Leben erstmal los. Erzähl mal. Hat sich jetzt auch alles komplett geändert. Also ich merke auch, dass ich in der Schule, auch wenn ich mich früher schon ab und zu mal mit den Leuten unterhalten habe, dass ich jetzt viel einfach viel geselliger bin, mhm. und auch viel mehr auf die Leute zugehe. Mhm. Und auch viel offener. Ja. Hast du jetzt mehr Spaß dort dran auch? Weil das war ja auch überhaupt nicht mit Spaß verbunden vorher. Ja, also es macht sehr glücklich, einfach so viel mit Leuten in Kontakt zu stehen und viel zu reden. Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jetzt macht Spaß. Und jetzt gehst du auf Partys. Es war ganz, 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 ganz schlimm. Die Angstzustände waren extrem. Weißt du das noch? Ja, also ich hatte
eigentlich Angst vor allem. Egal, was mir im Weg stand, ich hatte immer Angst davor. Ja. Ja, vor allem Angst, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Was ich mir dann auch selbst oft zugeredet habe. Ja. Angst. Ja, und wenn ich mir jetzt halt auch nicht mehr sage, wenn ich mir jetzt sage, es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst, das ja. wird alles schon, dann sind natürlich auch die Angstzustände weg. Ja, sehr cool. Also das heißt, es hat sich auch total verändert. Wie oft kommt es noch vor, dass du Angstzustände hast? Die waren ja auch schon körperlich, gell? Ja, also ich habe es jetzt auch vor der Biologieklausur gemerkt. Ich war gar nicht nervös, ich hatte gar keine Angst. Ja. Bin einfach in die Biologieklausur reingegangen, ohne ja, Angst zu haben. Ja, ja, sehr, sehr gut. Wow. Was würdest du denn sagen, was war so dein großes Aha mit unserer Zusammenarbeit? Das ist eine echt schwere Frage. Ja, also die größte Erkenntnis, die ich jetzt aus der Zusammenarbeit gezogen habe, war vor allem, dass ich alleine sehr viel schaffen kann. Dass ich vor allem alleine mehr schaffen kann, als ich vorher dachte. Ja, sehr, sehr gut, genau. Und wem würdest du das denn empfehlen? Wem würdest du die Zusammenarbeit mit mir empfehlen, da draußen? Ich würde auf jeden Fall den Leuten empfehlen, die in der gleichen Situation sind wie ich. Mhm. Die merken, dass keine Hoffnung mehr besteht. Also die selber denken, es besteht keine Hoffnung mehr. Ja. Und die keinen Ausweg mehr finden. Ja. Die vielleicht auch schon irgendwie alles probiert haben und merken, es geht einfach nicht mehr. Ja. Dass diese Art von Therapie vielleicht für die letzte Lösung ist. Mhm. Mhm. Also wirklich für Leute, die einfach nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Mhm. Ja. Ja, also wenn du Dusse, dich genau in dieser Lage befindest, dann ist dieses Video für dich und dieses Interview und dann melde dich und dann kann es dir genauso gehen wie Julia, die einfach krass die Erfolge feiert. Hammer. Also, und das kann man sich natürlich auch nicht vorstellen. Ich habe mir das fest vorgenommen, dass ich das mal mache, weil die Teilnehmer das meistens selber nicht glauben können. Ich müsste eigentlich immer ein Vorher- und ein Nachher-Foto machen. Es sind immer Welten. Immer. Nicht nur bei dir, Julia. Gibt es sonst noch irgendwas, was diese Welt dort draußen wissen muss? Von dir, von mir? Bin ich eigentlich ein Kuschelcoach? Ja. Ja? Ach Gott, das ist ja süß. Ich habe gedacht, das sagst du jetzt. Nee. Nein, also. Du bist, naja, eine zweite Mama ist nicht nett zu sagen. Aber ja, ich finde jetzt keine andere Bezeichnung. Das ist ein bisschen wie so eine zweite Mama, die sich einfach genau um diese Probleme kümmert. Mhm. Oh, du bist ja süß. Darf ich sagen, dass ich gar nicht immer so nett war? Ja, ich war also, ja auch selbst nicht immer so nett. Ja, genau. Also das gibt es auch halt im Zuge vor so einem Coaching, dass man halt wirklich an so, ich nenne das immer ganz liebevoll, Terrorbarriere kommt. Und dann gibst du halt jemand, die bleibt einfach dran und sie gibt einfach nicht auf und glaubt weiter an ihre Schäfchen. Und ich habe einfach wieder an dich geglaubt, ich habe nicht locker gelassen. Und es war am Ende gut, so wie es war. Und du hast es ganz, ganz toll gemacht. Du bist einfach durch diese Barriere durch. Und das ist ganz, ganz oft so. Also für die, die das vielleicht schon mal erlebt haben und dann aufgehen, oh, du warst kurz vorm Durchbruch, sage ich dir. Wer gang nächstes Mal durch, egal mit wem. Im besten Fall natürlich mit mir. Okay, gibt es sonst noch was, was du mitteilen magst? Ich kann nur sagen, dass ich jetzt im Gegensatz zu früher sehr glücklich bin. Mhm. Und ich quasi eigentlich das komplette Gegenteil von meinem früheren Ich bin.
Ja. Ja, und dass ich sehr froh damit bin. Ja, manchmal rufen mir Leute an und sagen, ja, aber mit dem Nuss und noch bin ich ganz anders wie vorher. Dann denke ich manchmal, naja, ist doch okay, weil sonst würde mir ja nicht reden. Aber wie empfindest du es denn? Du bist jetzt ganz anders wie vorher, aber fühlst es denn so viel Scheiße Ich bin froh, dass es anders ist als vorher. an? Also es könnte nicht besser sein, als es jetzt ist. Ja, sehr cool. Ich bin so stolz auf dich. Es hat so Spaß gemacht mit dir. Und das macht mir so glücklich, dass junge Menschen einfach gehen. Dass junge Menschen einfach für sich und ihr Leben und ihre Träume gehen. Und ich freue mich mega, wenn ich noch ganz, ganz, ganz viel von dir höre. Ich danke dir vielmals, Julia. Ich wünsche euch da draußen alles, alles Gute. Meld dich, wenn du auch diese Sorge hast, wenn du weißt, dass du einfach so negatives Gedankenkino im Kopf hast, wenn du weißt, oh, ich finde einfach keine andere Lösung. Du, gern, hab schon alles durch, sämtliche Ärzte, Psychotherapeute, sehr gerne. Ich weiß es, bei mir landet man meistens erst am Schluss. Und das Beste kommt zum Schluss. Deswegen melde dich. Und ansonsten wunder, wunderschöner Tag. Dank dir, Julia.